Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Als Dialektsprecher weiß mir oft schon gar nicht mehr, ist mir jetzt der Depp oder ist mir in Wirklichkeit ein Genie, wie es auch so oft heißt. Derer Sache werden wir uns heute ein bisschen widmen, auf den Grund gehen, Studien werden herangezogen und das Ganze garniert mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Hast du gewusst, dass ein Dialektsprecher 20% weniger Gehalt kriegt als einer, der Hochdeutsch redet? Echt, oder? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Sigi, ich rate dir, rein aus finanziellen Gründen mit einer Dialektsprecherei aufzuhören, stattdessen aufs Hochdeutsche umzuschwanken. Und den Job zum Wechseln. Schau, ja, ich kann nicht einmal Hochdeutsch. Ja, einen Job wechseln, das ist ja wurscht. Ja, vom Job wechseln steht da nichts in der Studie, die sie in Amerika gemacht haben. In Amerika? Was wissen denn die Amerikaner über einen bayerischen Dialekt? Nix. Ja, das darfst du meinen. Amerikaner haben eine Studie über den Dialekt in Deutschland gemacht. Ja, aber für die Amerikaner sind ja die deutschen Bayern. Ja, eigentlich von der, schon, von der, oder? Tracht her. Genau. Was wissen die über Deutschland? Lederhosen, Oktoberfest und Hofbräuhaus. Ja, freilich, die Bayern haben halt einfach auch die besten Symbole, die wo du international darstellen kannst, gell? Weiß nicht, was Deutschland ist, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch nicht unser Thema. Gott sei Dank, dass wir ein bayerischer Podcast sind. Drum müssen wir uns nur über die bayerischen Sachen Gedanken machen. Nein, nicht nur, aber hauptsächlich, oder? Siehst du auch so? Ja, ich glaube auch. Grenzen die das ganz speziell ab in der Studie? Die haben untersucht, also jetzt sage ich da mal, pass mal auf, wer das war. Das war drei Leute. Der Jeffrey Grogger, der Andreas Steinmeier und der Joachim Winter. Vom National Bureau of Economic Research in den USA. Und die haben sich überlegt, ob eben ein Unterschied da ist zwischen Dialektsprechern und zwischen Hochdeutschsprechern auf dem Arbeitsmarkt. Aber das hat der Steinmeier wahrscheinlich initiiert, oder? Weil vom Namen her? Der Steinmeier? Ja, der Jeffrey, wie hat er gesagt? Das schreibt man woanders. Ach so. Ach so, du meinst den Steinmeier. Ich weiß nicht. Ja. Das hört sich so, als ob da zwei Deutsche nach Amerika gegangen waren, haben den dritten irgendeinen Professor überzeugt, dass sie eine Studie über deutsche Dialekte machen. Ja, jeder sorgt halt so für sein Einkommen, gell? Naja, und auf alle Fälle haben die herausgefunden, dass du 20% weniger verdienst. Also die haben die Leute befragt und insgesamt waren es 950 Leute. Also höchst umfangreich. Höchst wissenschaftlich. Ja, höchst umfangreich die Studie. Nein, ich will jetzt nicht klar reden. Man kann ja auch solche Sachen ja auch mit kleineren Personenzahlen mal abfragen. Aber ein bisschen beleidigt kommt man sich schon vor, dass man 20% weniger verdient. Die haben nämlich die Leute gefragt, ob sie viel Dialekt reden oder mittel oder wenig oder gar nicht. Und die wo halt wenig oder gar nicht reden, die verdienen halt mehr als wir die anderen. Also, das, 20%. Also quasi die Studie nicht mitgemacht haben, die sind diejenigen, die 20% mehr verdienen. So ist es. Egal, ob sie bayerisch reden oder nicht. Was? So kommt mir das vor. Die nicht mitgemacht haben? Ja. Die verdienen ja weniger. Na, oder mehrer? Oder mehrer. Was? Mehrer. Darum haben die das wahrscheinlich nicht erfahren. Und die anderen haben es halt befragt, wahrscheinlich Ruckreizelfragen oder so. Haben die das telefonisch gemacht? Oder? Ja, das weiß ich nicht. Das steht nirgends. Ja, aber wer macht denn bei seiner Studie mit? Also mit 900 fast keiner. Ich weiß nicht. Ist dir die Studie untergekommen? Hast du sowas schon mal gelesen? Nein, überhaupt nicht. Von wann ist das? Die Studie ist aus dem Jahr 2016. Also sie sagen selber, es ist eine repräsentative Studie. Also dass quasi die Bevölkerungsteile und Schichten nach Alter und Bildungsgrad und was weiß ich, was alles man da zusammenstellen kann, repräsentativ dargestellt ist. Aber das ist um alle Dialekte gegangen und nicht bloß bayerisch. Genau, es ist um alle gegangen. Nicht, ach so. Nicht bloß bayerisch. Aber im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland halt. Ja, vorstellen kann das man schon, weil es gibt ja Berufsgruppen oder ich sage mal Institutionen, Banken zum Beispiel. Ja. Wenn der Huber-Sepp da drin, sage ich mal, jetzt in Hamburg arbeitet, ja. Der hat da seine Freundin gefunden in Hamburg und ist halt hochgezogen und möchte halt dort weiterhin der Banktätigkeit nachgehen. Dann wird es schwierig, weil zum einen verstehen die den nicht, ja. Die Bevölkerung, die hamburgische, ja. Nennt man das so, hamburgische? Ja, ich weiß nicht. So, ja. Wird schwierig, da muss er quasi eine neue Sprache lernen. Ja, das glaube ich auch, das merkt man doch selber, dass wenn du, sagen wir mal, höhere Positionen hast und
gehen, aber du sagst jetzt ein Stadtwechsel, aber wenn du in Position bist, wo du halt mit vielen anderen, die wo jetzt nicht aus Bayern sind oder keine Bayern sind, zum Tor hast, da fängst du automatisch mehr an, Hochdeutsch zu reden, oder? Ja, du magst dass dich du magst eigentlich, dass dich verstehen. Genau, weil es ist da eine Verständnisgeschichte. Dir bringt es ja nichts, wenn du bayerisch redest und keiner versteht dich. Also vor allem, im geschäftlichen Sinne, oder? Ja, vor allem, wenn du was zum Verkaufen hast oder auch zum Schaffen. Auf der anderen Seite ist es wieder so sympathisch, aber da glaube ich, bin ich allein. Wenn einer sein Dialekt voll durchzieht und jetzt nicht bloß den bayerischen, sondern einen anderen, das kriegst du zwar selten zum Hören, aber das ist auch total sympathisch. Aber das ist nicht das, was gefragt ist am Arbeitsmarkt. Eher weniger. Nein. Das wird aber reduzierter. Das wird reduzierter, ja. Schon allein in der Politik. Ja, wenn jetzt zum Beispiel der Stoiber, jetzt mal abgesehen von der Qualität von der Rede, ja. Das war der Stoiber, nein, oder? Der Stoiber? Der Stoiber mit dem ICE, mit dem Transrapid. Mit dem Transrapid, da genau. Wo du am Hauptbahnhof losfliegst. Genau, ja. Aber ich glaube, da hätte dann ein Hochdeutsch auch nicht mehr geholfen, oder? Du, ich glaube, da ist jetzt nicht um einen Dialekt gegangen. Das war irgendeine logische Angelegenheit, die wohl da nicht sauber dargelegt worden ist. Weil du aber gerade sagst, Politiker, der Marcel Huber hat die einen bayerischen Sprachpreis gekriegt. Ich glaube, bayerische Sprachwurzel heißt das sogar. Bin mir nicht mehr sicher. Hat er auf alle Fälle gekriegt, weil er immer einen Dialekt redet. Mhm. Der Marcel Huber ist der Dunkelhaarige mit der Brühen. Grau ist er schon. So mittlerweile? Die Richtung. Ja, auf alle Fälle. Ja, das interessiert mich jetzt nicht alles. Das ist der Wurscht, gell? Nein, aber zumindest gibt es ein paar Politiker, weil im Politzirkus, wie man so schön sagt, als Insider, was ist denn eigentlich das deutsche, das bayerische Wort zum Insider? Als Kenner. Als Kenner und als Teilnehmender. Teilnehmender? Ja. Aha. Oder als schwierig. Als einer, der halt auch dabei ist. Genau, gell? Auch dabei. Auch dabei. Weißt du noch, die Schickeria. Ja, ich weiß schon, Schickeria-Folge, der auch dabei. Ja, genau, an das habe ich gerade gedacht. Aber schön, dass du meinen Wink verstanden hast. Was auch noch rausgekommen ist bei dieser Studie ist, dass Jüngere sollten Dialekt sprechen als Ältere. Ich glaube, da muss man droh bleiben. Die kommen wieder zurück. Meinst du? Ja, im Alter kommen die wieder zurück. Im Alter kommen sie wieder zurück, ja. Meinst du? Ja. Also was wir ja auch bei Bayern absolut merken, das ist, dass es viele Leute gibt, wir sagen schon viel, aber dass es Leute gibt, die im Ausland sind und die wo am Podcast anhören, und uns das dann mitteilen, wie schön das ist, dass da so einen Bezug zur Heimat haben, gell? Nach wie vor. Ist er auch schön. Es heißt ja oft so, erst wenn du in die Fremde gehst, lernst du deine Heimat wirklich kennen. Ja, dafür lernst du es auch vermissen. Ja, vermissen, das stimmt. Also wir sind für jeden, der wo bayerisch vermisst, die bayerische Sprache. Vielleicht sind wir, also falls jetzt das einer in, warte mal, Indonesien. 2200 irgendwas hört, also in über 100 Jahren. Also in Dann sage ich, liebe Leute, ihr Zuhörer in 100 Jahren, ihr Zukunftsmenschen, wir haben ja wirklich so geredet. Also das ist jetzt keine Sprache, die wir uns ausgedacht haben, sondern wir haben ja wirklich so geredet. Genau. Und besuchen kann man uns heute im Reservat. Ja, wir sind ja dann in 100 Jahren wahrscheinlich schon hier. Ja, mir schon. Wir sind ja schon hier. Und wir haben halt dann vorne am Zaun, haben wir dann drei so, wie nennt man die Statuen? Ja, sauber. Reiterstandbild. Ja, auf dem Radl halt. Zum Beispiel. Ja, mit dem Radeln kennst du ja aus, gell? Mhm. Jetzt geht es aber in der Folge darum, ist der Bayer ein Depp oder ist er ein Genie? Ja, nicht bloß der Bayer, sondern es geht um einen Dialektsprecher allgemein. Es gibt andere auch noch, die Dialekt sprechen. Ist jetzt für dich persönlich, Sigi, einer, der einen Dialekt spricht, ist jetzt der dümmer oder gar gescheiter vielleicht? Hast du da eine Meinung dazu? Nein, der redet halt bloß einen Dialekt oder eben nicht. Aha. Aber schau mal, weil du ja vorher gesagt hast, ja, vom Land und so weiter und so fort. Ja. Natürlich wird am Land mehr Dialekt gesprochen, weil man da weiter von der Stadt weg ist und es ist alles uriger und gemütlicher. Und man kann aber deswegen nicht sagen, die Landbevölkerung war depperter. Nein, eh nicht. Ja, weil wenn du überlegst, was da alles kurz herkommt, zum Beispiel Ideen über den Transrapid oder halt natürlich jetzt einmal Spaß beiseite, das hat jetzt mit Bayern wieder nichts zu tun, aber dieses Wacken Open Air. Wacken. Das ist ja von einem Bauern eigentlich initiiert worden. Ja. Ja, und da siehst du das. Der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln und der spricht natürlich ordentlich platt auf. Also, habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden. Du erklärst jetzt, dass ein Dialektsprecher nicht blöd oder nicht dümmer sein kann als ein anderer, über einen Bauern in Wacken, der ein Rock-Metal-Festival initiiert hat, oder was? Als bekanntestes Beispiel.
Wahnsinn. Da hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bayerisches Beispiel von dir. Ja gut, von mir aus Summer Reggae Festival. Was Summer Reggae? Summer Reggae. Aber ich weiß gar nicht, wer das initiiert hat. Eben, wollte ich gerade sagen, weißt du überhaupt, wer das initiiert hat oder aufzeigt oder macht? Oder? Ist ja auch gleich. Ich weiß gar nicht. Ist ja auch gleich. Bevor du jetzt da in Schludern kommst mit deinen preußischen oder norddeutschen Beispielen, sage ich dir jetzt, was die Studie herausgefunden hat. Also es gibt mehrere Studien, die wo halt gefragt haben, wie ist es, Dialektsprecher, Deppert oder Genie, habe ich das formuliert. Also sind die gescheiter oder dümmer? Und da gibt es wirklich unterschiedliche. Eine ist auf Zypern war da eine Studie, weil in Zypern gibt es eben den zypriotischen Dialekt und da den griechischen. Und ich glaube in den Niederlanden hat es einen gegeben. Und auch in England drüben war es. Also es hat in unterschiedlichen Ländern, in verschiedenen Ländern hat es mehrere Studien gegeben. Und überall ist rausgekommen, dass die Befragten angegeben haben, also natürlich nicht alle, aber dass der Dialektsprecher als dümmer oder weniger intelligent oder weniger gebildet empfunden wird, angenommen wird. Ist das dann das Gefühl, was die selber haben, genau, über sich selber? Ach so, nein. Das ist ja eben die Frage. Übrigens muss ich nochmal zurückkommen, gell? Du kommst jetzt da mit zypriotischen Studien, mit holländischen Studien und was weiß ich und schimpfst und vorher bei mir mit dem Vergleich mit meinem Wacken. Genau, ja, ja. Ja, ich wollte natürlich bloß untermauern, dass das nicht bloß in Deutschland so ist oder in Bayern, sondern in andere Länder auch noch. Ach so. Ja, dann sollst du halt deinen Wacken bauen. Ja, ja, nimm noch halt deinen Wacken. Das ist ja gut, ja. Hast du jetzt rausgefunden, wer den Reggae-Kids ist? Nein, das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen auf die Stelle. Da schreibt er und macht er und tut da die Studien raus und das weiß er wieder nicht. Weißt du, wie wichtigen Studien sind? Also, ja. So, ja, jetzt pass auf, jetzt ist der Zuhörer vielleicht durcheinander gekommen. Warum? Jetzt sag, was ist die Kernaussage von den Studien, was ich gerade gesagt habe? Dass wenn man einen Dialekt redet, dann verdient man weniger Kohle. Ja, das war ja ganz am Anfang. Jetzt die letzten Minuten. Die letzten Minuten. Du hast die ganze Zeit von deinem Wackenbauern geträumt und hast überhaupt nicht zugehört, was ich gesagt habe. Du bist schon auch so ein Wackenbauer. Also, liebe Zuhörer, ihr seid exklusiv für euch, der Siege, brauchst gar nicht anfangen. Ja, nochmal. Gib nochmal für mich. Ja, nein. Weil Quintessenz der Studien, es gibt nämlich noch einen zweiten Teil der Studien, war, dass die Befragten in den unterschiedlichen Ländern alle gesagt haben, ja, die Leute, die Dialekt sprechen, weil es gibt ja nicht bloß in Deutschland einen Dialekt, sondern natürlich in anderen Ländern auch, die Dialekt sprechen, sind für mich dümmer, weniger gebildet. Das meinen die. Das meinen die Befragten. Das meinen die Befragten, genau. Und dann gibt es eben die zweite Studie. Dann haben Leute gesagt, naja, Moment einmal, das ist ja das, was man merkt. Ich meine, wir zwar im Alltag, für uns ist ein Dialektsprecher jetzt halt nicht dümmer oder gescheiter als ein anderer grundsätzlich, nein, überhaupt nicht, weil wir ja so gescheit sind und wissen, dass sicherlich nicht am Dialekt hängt, wie gebildet oder wie was weiß ich was einer ist. Genau. Also Hashtag Reiterstandbild. Reiterstandbild, Sigi, das kriegst du vielleicht noch. Und dann hat die Studie eben das auch kontrolliert. Und zwar haben die Tests gemacht, wer klüger ist, also ob die wirklich dümmer sind. Und ich kann dir gleich einmal sagen, ein Dialektsprecher ist nicht dümmer. Das ist rausgekommen. Dafür hat es eine Studie gebraucht. Ja, und jetzt halt heute fest. Die Studie hat rausgefunden, da hat es auch zwei gegeben oder drei, die Studien haben rausgefunden, dass, heute fest, ich halt schon, der Dialektsprecher ist sogar gescheiter. Wirklich. Und dafür hat es dann, ja, nochmal, dafür hat es eine Studie gebraucht. Ja, vorher hast du es ja nicht beweisen können. Wer macht denn eigentlich die Studien über diese Studienergebnisse? Wer macht die Studien über die Studien? Jetzt pass auf, was habe ich da für eine... Da muss ja immer noch die B-Probe, muss ja auch immer kommen, oder? Ja, da habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, von wem das die Studie war, weil es hat ein paar dazu gegeben, die haben mir bloß das Ergebnis ausgesucht. Die haben in einer Studie verglichen, weil die gingen davon aus, dass wenn du Dialekt sprichst, so wie wir, und wir haben ja auch das Deutsch oder Hochdeutsch gelernt. Und jetzt ist ja immer so die Frage, ist das Bayerische, ist ein Dialekt oder eine Sprache? Und grundsätzlich kann man ja sagen, dass der Dialekt sowas Ähnliches fürs Gehirn ist wie eine zweite Sprache. Ah, Fremdsprache quasi. Ja, wie eine Fremdsprache. Mhm. Und dann haben die in der Studie getestet, und zwar drei Gruppen. Kinder, die wo halt eine Sprache kennen haben, Kinder, die wo eine Sprache und eine Fremdsprache kennen haben,
und Kinder, die wo eine Sprache und einen Dialekt gesprochen haben. Da war das Ergebnis das gleiche wie mit der Fremdsprache. Genau, wirklich das Gleiche. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die wo halt eine zweite Fremdsprache sprechen, dass sie die leichter lernen, dass die in diesen Tests, Intelligenztests und Konzentrationstests und Sprachtests besser abschneiden. Die meinen jetzt, dass das deswegen ist, weil eine zweite Sprache da irgendwie Synapsen besser verbindet und dann hast du halt, also ich darf mal sagen, auf gut Deutsch, du hast halt mehr im Hirn und darum tust du halt leichter bei den anderen Sachen. Und das, finde ich, ist doch ein tolles Ergebnis für uns. Das ist ein Ergebnis, was hoffen lässt, ja. Das, oder? Genau. Ja, ja, da kann man selbstbewusst in den Spiegel reinschauen. Also wenn jetzt einer nochmal sagt, der Dialektsprecher ist dümmer, dann musst du gleich sagen, Moment einmal, Bursche, das ist doch genau andersrum. Der Dialektsprecher, der ist ja sogar besser gestellt, weil der nämlich eine Sprache mehrer spricht und dadurch das Gehirn leistungsfähiger geworden ist. Ja, und der Beweis wird dann erbracht, wenn derjenige, der beleidigt wird, dem Beleidigenden nicht gleich ohne aufstreicht, sondern das argumentatorisch untermauern kann. Ach sowas. Ja. Ja, dann muss man viel reden, gell? Weil da stellt sich dann raus, wer der Intelligentere ist. Ja, aber hast du schon mal diskutiert mit einem Preis? Ja, bestimmt. Mei, ich komme aus dem Vertrieb und habe einen Hamburger als Chef gehabt. Oh, ein Fischkopf oder was? Richtig. Einen richtigen Fischkopf. Richtig, ja. Und den habe ich mal auf Tour mitgenommen. Und was, dann, warst du auf Tour? Also unterwegs? Ja, wir sind einmal nach Niederbayern gefahren. Ach, nach Niederbayern. Und hat er nichts verstanden, der Fischkopf. Ja, darum sind wir nach Niederbayern gefahren. Ach, hast du noch nicht Ming. Verstehe schon. Nein, er hat halt alle Blätter hergeredet und die Zahlen und das und das und das und warum läuft das nicht und so weiter. Er hat es natürlich anders formuliert, sondern eben Fischkopfmäßig. Genau so hat er es formuliert. Ja, er wollte es halt nicht kapieren, habe ich gesagt, gut, dann fahren wir da mal in die Höhle des Löwen und dann habe ich mal ein bisschen ratschen lassen mit den Verantwortlichen. Und ist er nicht weitergekommen, gell? Nein, nach dem zweiten ist er zu mir und hat gesagt, ich verstehe kein Wort. Ja, Sigi, gut, dass du das Beispiel bringst und ansprichst. Genau das ist nämlich auch eine Erkenntnis. Die haben untersucht auch, wie das ist. Ich habe einen Spezi. Witzigerweise kommt der auch aus der Gegend da um. Der versteht einen anderen Dialekt nicht. Also zum Beispiel das Schwäbische, der versteht andere Dialekte nicht. Und ich höre das Gleiche, obwohl das auch nicht mein Dialekt ist, aber ich verstehe es. Und ich denke mir, wie gibt's denn das? Da gibt es ja Unterschiede. Du kannst ja das Schwäbische kannst du ja in Stuttgart hören, das Schwäbische kannst du aber auch in Heidenheim hören. Natürlich. Und das ist dann ein Unterschied, wie wenn du den Wald zum Urlaub machen fährst oder zum Arbeiten, wenn du Pech hast. Genau. Weil da verstehst du auch nichts. Da kannst du dann bloß höflich nicken. Und kannst so, überlegen, was ist jetzt das, was hat der ja, jetzt gut, gesagt? Ja gut, wenn ein Dialekt wahrscheinlich ganz krass ist, ja. Das kann schon sein. Aber was jetzt die Geschichte, also auch mit so einem Ergebnis nur aus... Weil man es selber nicht versteht, dann heißt ja nicht, dass Deppen sind. Nein, eh nicht. Genau. Aber was jetzt noch mit Untersuchungen bestätigen wollte, was du gesagt hast, dass der Chef von dir, der ehemalige da, der aus Hamburg kommt und der hat nur Hochdeutsch kennen, Epper, der selber kein Dialekt spricht, versteht einen Dialekt schlecht. Einer, der selber Dialekt spricht und einen anderen Dialekt hört, auch wenn es nicht seiner ist, der versteht den besser. Weil ihm meinst du wirklich? Haben sie untersucht, ist so. Echt? Der Hamburger? Na, was gibt es denn da? Als Alternativ ist platt. Aber platt ist ja eigentlich eine eigene Sprache. Ja, aber du verstehst das besser. Das echt, ist einfach so. Das ist, ich weiß auch nicht warum, ich kann es mir schon auch vorstellen, aber ich kenne das, du hast es jetzt von deinem Chef gesagt und ich habe mir auch überlegt bei ein paar Spätzeln oder bei dem einen Spätzle speziell, was das ist, weil ich habe das schon ein paar Mal festgestellt, die Leute verstehen den Dialekt nicht und dann habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und das kann bloß, habe ich mir damals auch gedacht, bloß Trolling, dass die einfach kein Dialekt gewohnt sind. Und das ist ja so, du verstehst ihn besser. Also wenn du gar kein Dialekt sprichst, weiß ich nicht, das heißt ja, dass das Hannoverische da diese ganze Ecke irgendwie das Hochdeutsch, genau, richtig. Ja, was eigentlich ein Kas, Hochlautung, ja. Was ja eigentlich ein Kas ist, weil ich glaube, die Ursprache ist ja eigentlich aus Baden-Württemberg, oder täusche ich mich da? Was, die Ursprache? Ja, das Urdeutsche. Echt? Ist das nicht das Schwäbische? Was? Nein, was? Echt nicht? Nein. Also ich glaube, du darfst zwar vom Ministerpräsidenten da irgendwie eine Urkunde dafür kriegen oder ein Verdienstkreuz, aber, oder Reiterstandbild. Oder Reiterstandbild, meinetwegen. Aber ich glaube trotzdem nicht, das stimmt. Die Ursprache soll die Schwäbische sein. Ja, ich glaube schon.
Ich habe es auch nicht glauben können, wo also, ich es gehört habe, aber ich muss jetzt, mal schauen. Wenn du jetzt gesagt hättest, das Bayerische ist die Ursprache, dann hätte ich das widerstandslos einfach akzeptiert. Aber einfach, ja gut, aufgrund vom Selbstbewusstsein. Aber, na logisch, wir sind wir. Ja, aber das ist ja schon länger her. Also das war jetzt nicht 1980 oder so, da ist das nicht umgestellt worden. Aha. Ja. Aha. Jetzt muss ich das auch mal recherchieren. Jetzt habe ich mein Mai so weit aufgerissen. Ja, das recherchierst du mal. Ja, und dann. Ich glaube es aber nicht. Machen wir dann einen zweiten Teil Dialekt. Und da muss ich selber sagen, ja, da sind ein paar Synapsen sind überblieben. Du, da musst mit du der aber Verknüpfung. So, da musst du aber einen Schwäbischsprecher daherbringen, gell? Du, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Nein, ja. Schwäbisch bringe ich nicht zusammen. Nein, ich auch nicht. Aber du musst halt jemand anderen im Podcast. Weisch, weisch. Das weiß ich noch. Weil ich habe eine Zeit lang in Augsburg gearbeitet und dann bin ich wieder, also täglich gependelt. War 6-Tage-Woche und dann halt nach 2 Monaten bin ich halt. Und dann habe ich irgendeinem Spätzle irgendwas verzählt und dann immer so zum Schluss hin, weißt du? Ach so, ja gut, sowas nimmt man natürlich. Genau, ja. Ja, das ist ja so. Weißt du? Das ist ja so. Aber das Augsburgerische, Schwäbische ist ja auch wieder anders. Weil Augsburg gehört eigentlich nur zu Bayern. Klar, ja, das genau. Bayerische Schwaben ist wieder nochmal ein bisschen anders. Richtig. Ich habe dann ein bisschen weiter gesagt, gell, weil es geht ja darum, weiter zum Forschen. Sind wir Deppen oder sind wir keine Deppen? Also ja, wir haben gerade festgestellt, sind wir nicht. Sind wir nicht. Und ich habe trotzdem nach weiteren Beweisen gesucht. Gell? Dann habe ich mir überlegt, ja okay, gut, also das ist ja schon mal, ja, da würde ich mal sagen, ein guter Stand schon mal, dass man sagt, die, die mehr Sprachen kennen und als Bayerisch und, oder Dialektsprecher spricht man eine Sprache mehrer, hat man Vorteile, gehirnmäßig. Aber wie ist es dann mit der Bildung? Und dann habe ich mir überlegt, ja, schaust doch einmal, wo am meisten Dialekt gesprochen wird. Also die größten Dialekte in Deutschland, also von den Sprechern, das ist Bayerisch und Sächsisch. Von klar. Fand ich auch interessant. Ich gemeint, dass Schwäbisch vielleicht nur mehr war, aber anscheinend ja, Sächsisch kostet oder was? Nicht klar. Freilich. Ja, das bringe ich komischerweise zusammen, aber das Schwäbisch, keine Chance. Ich sehe schon, Sachsen absolut. Ja. Ich sehe schon. Machen wir. Du, das war vielleicht doch super. Machen wir ein Franchise auf. Ja, aber ich weiß nicht, wie wem das da. Also, mir kannst du nicht reden, weil ich kann das nicht. Ja, du einfach mal in der Deutschen Bahn vorbei, da sage ich freundlich da einen Kaffee holen, dann hast du schon die ersten 2 Protagonisten. Naja, also ich sage, sie bleibt bei Bayern absolut. Machen wir ein Franchise, verdiene mehr Geld. Und das, da ist dann wieder der Beweis erbracht, die Dialektsprecher sind so deppert nicht. Weil Geschäftsideen, Umsetzung, weißt du sowas? Ja, von mir aus. Sigi, von mir aus, mach halt Zweigstelle auf. Genau. Ja, bleibst Sachsen, dann, Sachsen absolut. Bleibst du dann in Minger oder gehst du dann auf? Wieso? Nach Sachsen. Wir verkaufen wir bloß die Lizenz. Ach, die Lizenz. Ja, das mag ja jeder. Schwaben gell? Absolut. Ja, Schwaben absolut. Was gibt's noch? Super. Nordrhein-Westfalen absolut. Ja, okay. Platt absolut. Platt absolut. Absolut platt. Ja, absolut platt. Ja, super. Sigi, du kommst auf Ideen. Nein, ich habe mir angeschaut, wer die Gescheitern sind in der PISA und in den ganzen Bildungsstudien. Es wir zwei? Nein. Oder? Wir, uns haben es jetzt speziell nicht genannt. Das ist einmal nach Länder gegangen und dann nach Bundesländer sogar. Mhm. Ich habe mir natürlich die Bundesländer angeschaut und habe mir die letzten 20 Jahre angeschaut. Es gibt viele Studien. Eine der bekannten ist sicherlich PISA. PISA, ja. Und da wird regelmäßig eben getestet, welche Bundesländer das Omer sind. Das muss ich natürlich auch gleich dazu sagen. Also ich kenne mich mit italienischen Bundesländern nicht aus. Vergiss, mach weiter. Sigi, du haust manchmal so Witze ein. Nein, jetzt musst du es sagen. Wenn du es sagst, dann musst du es auch verstehen. Wenn ich den jetzt erkläre, der ist so unterm Teppich durch. Wenn ich den jetzt nur erklären muss. Ich kenne keine italienischen Bundesländer. Also pass auf, ich löse einmal auf. Ja, wahrscheinlich kapiere ich es nicht. Der normale Hörer wird wahrscheinlich, da wird man es jetzt ein Klatschen hören. Im Nein, Hintergrund war es aufs Hirn auf. PISA-Studie. Ach so. Jetzt haben wir ihn versaut. Ja, mein jetzt haben Gott, wir ihn versaut. Ich kenne keine italienischen. Ja, freilich. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du weißt, dass Pisa eine Stadt in Italien ist. Oh. Das war jetzt geschert. Das war jetzt geschert. Du, das ist eine Taktik, wie ein böser Mensch von seinem Unwissen ablenken kann. Versucht abzulenken. Das so Nein, ich will nicht besser. Darum, ich habe es wirklich nicht kapiert. Aber mir geht es auch manchmal so, ich merke erst im Nachhinein, wenn es mir nochmal anhört, wo du einen Witz reingehauen hast und habe ihn nicht verstanden. Aber manchmal ist es auch nicht leicht, wenn man so runterredet und ich bin schon beim nächsten gedanklich
und dann kommt noch was von hinten, weißt du? Ja, mir geht das dann, ich höre mir ja das im Nachhinein auch für YouTube, wenn ich das bearbeite, muss ich mir das ja auch mehrmals anhören. Ja, musst ja, du das jetzt. Das Wort heißt dann Scham. Scham, also, ja, mei. Ja. Du, besser geschämt als gar kein Gefühl. Ja, aber über mich selber dann manchmal. Ja, das war schon gescheiter Schmarrn ist. Also wir waren jetzt bei den Studien. So. Hab die letzten 20 Jahre geschaut. PISA ist die bekanntere, gibt aber mehrere Studien. Und komischerweise all die Jahre immer und immer wieder sind welche Bundesländer um Bayern als Nummer 1. Dann Baden-Württemberg und... Ich glaube, Sachsen war das auch. Das waren die drei. Die sind, glaube ich, ganz gut von dabei, gell? Mhm. Ja, ja. Jetzt heißt es natürlich nicht, dass jetzt das am Dialekt liegt, sondern es kann ja einfach am Schulsystem liegen. Das weiß man jetzt nicht. Und dann tausend andere Sachen. Aber zumindest sorgt es ja auch wieder, dass der Dialektsprecher, weil das sind halt einfach die Bundesländer, wo die meisten Dialektsprecher sind, dass zumindest die Dialektsprecher nicht so dumm sein können, weil sonst waren ja die anderen nicht da oben, weil die müssen ja sonst einen Durchschnitt runterziehen. Also es ist jetzt kein Positivbeispiel für Dialektsprecher, dass die gescheiter sind, aber zumindest eins, dass nicht bläder sind, da die sagen. Also diese Studie fließt quasi in die PISA-Studie mit ein? Unsere Studie oder welche nicht? Ja, die mit dem Dialekt. Ist da irgendwie auch so ein Nebensatz oder irgendwas oder deren die bloß das Bildungsniveau testen? Die testen in unterschiedlichen Bereichen, lesen, rechnen, weiß nicht, ein paar Sachen sind das, das testen die. Also die testen jetzt kein Dialekt und nichts ab. Aber das wird nicht extra erfasst oder das so? Das wird nicht erfasst. Ah, okay. Nein, aber ich sage gerade, wenn die Bundesländer, wo am meisten Dialektsprecher sind, oben sind in die PISA oder in den ganzen Studien, dann können ja die Dialektsprecher nicht so dumm sein, weil sonst müssten sie ja irgendwo weiter unten sein. Das ist das, was ich sagen will. Aber ich glaube, in Köln, da sprechen sie auch einen harten Dialekt. Ja, meinst du? Das Kölsch, oder? Ja, es gibt schon Kölsch, aber ich weiß gar nicht, ob da noch so viel Kölsch geredet wird. Klar, die reden Kölsch, aber es ist auch schon so Hochdeutsch. Die saufen Kölsch, auch Kölsch. Da. Ja, saufen werden schon Kölsch. Die intensivsten Dialektsprecher im deutschsprachigen Raum, weißt du, wo die sind? Die intensivsten? Mhm. Die, wo noch mehr an Dialekt sprechen. Oberpfalz? Ja, ich sage jetzt einmal im deutschsprachigen Raum. Du meinst von dem unverständlichsten? Oder? Nein, wo noch am meisten Dialekt gesprochen wird. Am meisten. Kann ich da sagen, es sind zwei Länder, die nicht zu Deutschland gehören. Dann ist eigentlich schon klar. Österreich und Schweiz. Genau, so schaut es aus. Die haben ein viel größeres Bewusstsein und Selbstbewusstsein an Dialekt gegenüber. So soll es bei uns eigentlich auch sein. So soll es sein, gell? Ja. Ja, da ist oft schon, dass viele Leute immer, was heißt viele? Ich sage immer viele, aber dass man doch Zuschriften kriegen, wo die Leute sagen, ja, sie schämen sich, ich glaube, man kann schon bald sagen, schämen, sie schämen sich bayerisch zum Reden, weil es keiner versteht. Und aber das ist eigentlich nicht das Richtige, gell? Man darf ja durchaus selbstbewusst sein, ja, wenn absolut. Man schon so eine Sprache hat. Absolut. Kannst du dich an Pumuckl noch erinnern? Ja, selbstverständlich. Ja, sensationell. Ich habe es mir letztens wieder angeschaut, die Folge. Das Geplär von Pumuckl, das packst du vielleicht drei Folgen am Stück. Aha. Aber der ganze andere Rest, das ist einfach, das ist so wohlig. Das ist schön, das ist wohlig. So, da war die Welt noch in Ordnung. Da war die Welt in Ordnung. Bei uns auch. Bei uns ist es auch in Ordnung. Und wie wisst man jetzt, Ziggy, wir kommen nämlich schon wieder zum Ende von der Folge. Jetzt, wo es gerade so cool ist. Ja, jetzt, wo es gerade cool ist, man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist. Wie wisst man jetzt aber, dass wir als Dialektsprecher auf keinen Fall dümmer sind. Ganz im Gegenteil, wir haben ja sogar Vorteile. Im Verstehen anderer Dialekte und in der einen Studie haben sie abgefragt hinsichtlich Konzentration und andere Sachen, Zusammenhänge verstehe. Und da waren die, wo zwei Fremdsprachen kennen haben, beziehungsweise ein Dialekt, die gleichen Vorteile. Das stimmt, aber manche Leute kapieren so Geschichten wie mit der PISA-Studie nicht. Ja. Vielleicht. Aber ja. Ich sage aber, man kann nie nur Dialektsprecher sehen. Aber gut, dass wir die haben. Sigi, in dem Sinne, vielen Dank für die geistigen Ergüsse. Ein Traum. Für deinen kurzen Ausflug nach PISA. Nein, ich will nicht gemein sein. Sigi, das ist doch gar nicht gemein. Mir hat es wieder sehr, nicht, ist nicht gemein, gell? Nein, du, ich bin sehr leidensfähig. Gut, nein, mir hat es wieder gefreut und ich freue mich schon wieder auf die nächste Aufnahme. Sigi, du Genie, mach's gut. Danke, du Genie.
Ja, wie man sehen, zwischen Genie und Wahnsinn, da liegt doch der Bayer drin. Habt ihr es gehört? Man darf selbstbewusst sein. Bayerisch ist eine schöne Sprache und Studien haben jetzt ganz klar bewiesen, der Dialektsprecher, der ist nicht dümmer. Ganz im Gegenteil, er hat sogar Vorteile, weil er wie eine weitere Fremdsprache ist, die er kann. Und dadurch verstehen wir zum Beispiel andere Leute besser. Man tut sie leichter, bestimmte Sachen aufzunehmen und zum Verstehen. Sag einmal, das eigentlich müsste doch Dialekt vorgeschrieben werden in der Schule. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Ja, geht's aus, verbreitet's die bayerische Sprache. Seid nächsten Donnerstag wieder mit dabei. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.